Früher haben alle Frauen Röcke und keine Hosen getragen und alle Männer hatten Hüte auf dem Kopf oder zumindest ein Kapperl. Ganz klar, sieht man ja auf alten Aufnahmen. Aber wie hat das Ihre Körpersignale beeinflusst? Ja, Martin Heidinger, Wissenschaftsjournalist, und ich werden euch darüber aufklären. Haben sich die anders gehalten, haben sich die anders benommen als wir? Es ist sehr, sehr spannend. Haben sie anders gelacht, gestritten, geflirtet oder haben sie gar ganz anders ihrer Verwunderung Ausdruck verliehen? Die Frage ist nämlich, würden wir Menschen von damals heute noch körpersprachlich verstehen? Oder wäre das für uns völlig fremd? Die Mimik und Gestik im Laufe der Zeit. Und wir schauen uns auch aus gegebenen Anlass die Körpersprache von Politikerinnen und Politikern an. Hat sich die verändert oder fallen die Menschen immer auf die gleichen Signale rein? Das alles und noch viel mehr. Stefan Werra und Martin Heidinger, Handkunst zum Stinkefinger, zur Geschichte der Körpersprache. Seid dabei, Rabenhof, 17. Mai.